Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey und wir haben so einen richtig sweeten Vogel auf unserer Nase. Das ist doch schon mal was. Aber den müssen wir jetzt gehen lassen, da wir jetzt ja offiziell wieder dorthin hin müssen, wo wir die Tür letztes Mal freigelegt haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch freigelegt ist, ob wir die nochmal neu öffnen müssen. Könnte sein, dass wir das tun müssen. Deswegen nehmen wir vorsichtshalber mal Captain Spacko Jumbo mit. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das überhaupt schon gemacht haben oder nicht. Okay, Spacko Jumbo, das war nicht ausreichend. Gucken wir einfach mal nach. Ach so. Ups. Dann hat sich das ja auch erledigt. Und dann haben wir dort oben noch einen Mount. Bevor wir uns den angucken, können wir aber schnell Amiibos checken. Denn dann haben wir ein paar mal mehr Monde, die wir uns angucken können. Die sollten ja fertig gebacken sein, die Amiibos hier. So, genau. Hinweise ausfindig gemacht. Sehr, sehr schön. Aber sogar hinten noch einen, den wir uns dann ansehen können. Jetzt müssen wir natürlich nochmal die Amiibos wieder aufladen, sodass wir auch genug Tipps bekommen. Ja? Wollen ja schließlich hier auch erfolgreich unterwegs sein. Dann scannen wir noch den guten Moritz ein. So, und dann wollten wir ja dahin, um uns da die Monde anzugucken. Also machen wir das auch direkt so. Oder so ähnlich. So. Der Schornstein dürfte aber nichts damit zu tun haben. Okay. Hier ist schon mal nichts. Auf dem verdächtigen Salzberg. Ist es dieses Käse-Ding? Ist es dieses Käse-Ding, ne? Also stellen wir uns einmal drauf. Ja, dürfte dieses Käse-Ding sein. Also brauchen wir einen Jumpy hier. Oh. Da haben wir also einen Jumpy. Und dann sollten wir damit. Oh! Der Jumpy kann das nicht! Wieso kann der das nicht? Der wirft auch mit Feuerbällen. Und wo kriege ich jetzt so einen Tortenwerfer her? Muss ich den von da ganz hinten her schleppen? Das ist ein bisschen nervig, oder? Das sind halt unsichtbare Blöcke. Warum auch immer. Auf jeden Fall brauchen wir einen der Käsezerstörer. Den wir jetzt hier über diese Plattformen. So, das ist aber gar nicht so schwer, den da hinzukriegen. So, da ist eine Rübe drunter. Das heißt, die müssen wir jetzt wieder darüber sch. Ach, Manometer. Nein! Meine Rübe!
Oh, ist das blöd. Jetzt sag mir nicht, dass meine Rübe... Oh, die ist locker weg. Boah, da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Ja, der Käseberg ist auf jeden Fall wieder da. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ich glaube, da kommen wir nicht wieder hoch. Sehr, sehr unschön. Es hat funktioniert. Haha. Die unsichtbaren Blöcke helfen uns also doch noch. Oh, jetzt muss ich das Ganze da. Wieso? Nein! Du Penner! Was soll das denn? Geh mal zum Anti-Aggressionstraining, Junge! Junge! Was hab ich dir denn getan? Du dreckiger Assi! Oh, meine Güte, das kann ja nicht angehen! Nee! So ein Verhalten können wir hier nicht unterstützen. Also das ist ja einfach nur lächerlich. Boah, nee. Jetzt haben wir natürlich nur noch ein wundervolles Leben, was ja im Prinzip schon heißt, dass wir zum wieso bist du eben doch auch hochgekommen, du Spacki, ey. Oh, oh, sehr gut, der hat unser Leben wieder aufgefüllt. Das hilft uns natürlich noch nicht hier weiter. Nein! Nein, meine Rübe! Meine blöde Rübe! Oh. Meine blöde Rübe, ey. Wir können uns jetzt natürlich hier nicht mehr auffrischen. Also müssen wir einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Puh. Boah, wie viel Zeit hat uns das jetzt gekostet? Ich glaube, ich gucke das besser nicht nach. Boah, die Rübe, die war schon... Die war schon recht hart. Goldrüben-Rezept 3. Ich hoffe, aller guten Dinge sind 3. Sonst drehe ich hier wirklich durch. Boah.
Die Rübe hat es schon in sich, dass da. Man muss halt einfach alles ein bisschen besser vorbereiten, dann klappt das schon, ne? Ich glaube, das war halt das Problem, dass wir nicht wirklich vorbereitet waren. Dann hätte das auch geklappt, glaube ich. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass das mit guter Planung hätte alles da oben drauf. Na dann. Sehr, sehr schön. Umgeben von hohen Bergen. So, man hätte hier einfach rüberlatschen können. Auch eine Möglichkeit. Ach, wie bin ich denn jetzt an dem blöden Ding da vorbeigefahren? Mir soll das jetzt mal alles wurscht sein. Mir ist das alles zu viel. Ach komm, wir gehen jetzt zurück in die Stadt. Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu anstrengend. Und ich weiß immer noch nicht, wie man unter einer halben Minute bei dem Cooper Free Running kommen soll. Am besten Willen nicht. Gehen wir doch mal. Gehen wir doch mal hier hin. Nee. Da oben drauf. Okay. Und wie komme ich da auf den Berg? Hier ist auch noch die Frage, ist das denn Jackpot oder haben wir da den Jackpot schon geholt? Komm ich hier auf den? Auch der Weg, den man gehen soll, ne? Aber ich finde, diese Wege fühlen sich so an, wie als hätte man die so komplett selber entdeckt, weil die nicht so vorgefertigt aussehen. Also finde ich jetzt schon. Ja. Die Frage ist, muss ich jetzt was da in die Suppe reinwerfen? Seht ihr dieses Viech da, was reinspawnt? Das mag ich nicht in Spielen. Das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht. So, jetzt die Frage, müssen wir in den Kochtopf da reinwerfen? Oder? Was hast du zu sagen? Eintopfrezept fehlerhaft, Eintopfrezept kritischer Zustand, Mechaniker dringend benötigt, Sensorenmelden, Mechaniker 00% anwesend. Mechaniker. Haben wir sowas in der Art? Locker nicht. Am ehesten halt der Bauarbeiter, ne? Aber so wirklich ja auch nicht, oder? Gibt's was im Geldshop dafür? Mechaniker-Outfit? Mechanikermütze. Kaufen wir die doch mal direkt. Ziehen die an. Und dann auch das Mechaniker-Outfit. Und das ziehen wir natürlich auch direkt an.
Dann gucken wir mal. Ist es das Mechaniker-Outfit? Ich glaube nicht, dass der so einen Roboter reparieren kann, aber dann ist das Mechaniker-Outfit, ne? Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ein Topfrezept fehlerhaft. Mechaniker dringend benötigt Sensoren, man. Ein Mechaniker. Eintopfanalyse im vollen Gange. System wieder normal. Dankbarkeit wird generiert. Ein Fall für den Mechaniker. Auf jeden Fall haben wir das geschafft. Jetzt wird die Frage, müssen wir hier was reinwerfen? Oder müssen wir den Jackpot gewinnen? Naja, das und vieles mehr können wir ja beim nächsten Mal herausfinden bei Super Mario Odyssey. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Tschüss!